Es gibt zwei Möglichkeiten zu reisen als Band. Das eine ist mit dem Tourbus, dann schläft man im Bus und ist immer gleich am Venue. Die andere ist, dass man ins Hotel geht und dann mit dem Auto nachfährt, was ich ganz gern mache. Ja, so ein Tourtag sieht eigentlich so aus, dass die Crew kommt erstmal an, fangen an aufzubauen und wir kommen dann irgendwann so ab 15 Uhr dazu und fangen an Soundcheck zu machen. Probieren neue Sachen aus oder probieren die Show ein bisschen zu verändern oder Dinge, die letztes Mal irgendwie uns aufgefallen sind, nochmal zu besprechen. Es ist schon natürlich ein bisschen wie so eine Klassenfahrt. Es ist extrem wichtig, dass die Leute, mit denen man Musik macht, dass man die auch mag und sympathisch findet. Wir machen ganz viel zusammen und sind auch gute Freunde. Dann zu Freundeskreiszeiten noch mehr, aber da waren wir praktisch als Familie auf Tour auch. Es geht ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Wenn man Kinder hat, die schulpflichtig sind, dann kann man das nicht mehr so machen. Aber dieses familiäre Ding ist, glaube ich, schon geblieben und ist mir auch wichtig. Und ich glaube, das empfinden die anderen auch so. So, Soundcheck ist um. Geht los. Und warum ich eigentlich von Anfang an mit Liveband gespielt habe, ist, dass man einfach reagieren kann. Auf das Publikum, auf den Abend, auf die eigene Stimmung. Ja, auch nicht unbedingt wissen, was passiert. Esperanto, Stampo und das Gleiche. Mit denen, die und ich nur sicher der Kulturbereiche. Ein Synonym für das Hundeblumen, grün, Hundeschuhen im Rap, Seif ist miteinander fett. Esperanto. Musik ist toll. Es ist einfach überwältigend. Ich habe das Gefühl, dass er sehr authentisch ist und sehr sympathisch. Hallo Band, auf Wiedersehen Köln. Hat Spaß gemacht, bis nächstes Mal. Macht's gut.